Renato, was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Schon lange her, ja. Ich glaube, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, glaube ich. Weil da hat man Beschäftigung und hat so enorm Spaß gemacht. Es war schöne Erfahrungen dann als Kind. Lass ich gelten. Ja. Was war dein erstes Konzert? Du warst noch gar nicht. Ich war noch nie auf dem Konzert. Ja, ich schwöre. Mein Gott, die haben wieder super Fragen vorbereitet, ja, ehrlich. Ich glaube, das musst du rausnehmen. Es kommt hinter dem Abstand bei Outtakes. Worüber hast du dich am meisten geärgert? Was jetzt im Leben? Allgemein? Ja, sage ich einfach mal, ja. Ich glaube, ich ärgere mich immer am meisten, wenn wir verlieren. Also egal jetzt bei was. Sei es bei Mensch ärgere dich nicht oder sonst beim Spiel, du weißt das ja. Oder Zimmerduell, ne? Zimmerduell verliere ich doch nicht. Nee, aber dann werde ich immer recht schnell wütend und aufbrausend. Das ist eine Frage, die kannst du sowieso nicht beantworten. Was kannst du am besten backen oder kochen? Was ich am besten backen oder kochen kann? Muss ich mal Kram in den drei Gerichten, die ich kochen kann? Ja. Vielleicht hätte ich am besten kaufen, hätte ich sogar zum Kochen. Was kann ich am besten kochen? Ja, ich glaube, ich könnte schon ein super Frühstück hinzaubern. Bin einfach eher der Frühstücksmensch. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch an allem versuchen. Ob es dann schmeckt, ist eine andere Frage. Ja, das wäre, glaube ich, nichts. Mit welchem Star würdest du gerne für einen Tag dein Leben tauschen? Dir? Nein, Spaß. Mit David Beckham. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? Am besten mit Spieleabenden. Jawohl, du weißt, was du sagen musst. So habe ich gerne. Bin ich oder du jetzt? Ich schon wieder. Hm? Mit welchem Spieler von früher hättest du gerne einmal in einer Mannschaft gespielt? Ja, mit Beckham. Da war früher auch mein Idol, David Beckham. Wegen des Haarschnitts. Genau. Genau, wegen Haarschnitt. Wohin reist du gerne in den Urlaub? Am liebsten irgendwohin, wo es warm ist. Im Winter war es jetzt Dubai. Ansonsten im Sommer gibt es viele schöne Orte. Irgendwo, wo du am Meer bist, wo du einen Strand hast. Okay. Ist völlig egal. Welche Eigenschaft hättest du gerne von mir? Kann man auch gar keine sagen. Nee. Ich glaube, dein Kopfballspiel. Du hast so einen Schädel, da kann man gute Kopfbälle machen. Ja, da musst du aber erstmal 3 Meter noch wachsen, Kollege. Ja, wachsen, weißt du, große Leute gibt es so viele. Was ist dein größter sportlicher Erfolg? Ich denke einmal der DFB-Pokalsieg 2015 und ja gut, auch deutsche Meisterschaften mit der A-Jugend, auch wenn das natürlich jetzt nicht so bekannt ist dann, aber und die Einladung zur Nationalmannschaft, denke ich, war auch ein sehr schönes Erlebnis, auch wenn es für den Einsatz nicht gereicht hat, war es aber trotzdem. Warst du A-Nationalmannschaft? Ja, ich saß auf der Bank. Ja, wusste ich gar nicht. Ich durfte zugucken. Ja, hab's auch dabei, oder? Dabei ist alles. Ja, dabei ist alles. Kennst du den Spruch noch? Wohin würdest du gerne einmal auswandern? Schwierig. Ich liebe eigentlich die Schweiz. Aber irgendwo, wo es auch warm ist, so Strand oder so. So ein kleines Häuschen auf den Malediven. Eigene Insel. Würde ich nicht nein sagen. wie erholst du dich am besten nach einem harten Spiel? Du weißt, es gucken auch Kinder zu. Wie hole ich mich nach einem harten Spiel? Boah. Also, erstmal eine kalte Cola und natürlich ordentlich was auf dem Teller. Erstmal was essen. Gut.
Nee, ansonsten natürlich professionell, wie sich das für einen Profisportler gehört. Eistonne, Massage, ausreichend Schlaf. Was ist dein größter privater Erfolg? Mein kleiner Sohn, der jetzt schon 4 Monate ist. Das ist für mich mein größter Erfolg bis jetzt. Wer ist dein Idol? Sand. Nee, du bist zu klein. Du bist leider kein Idol, sorry. ja, wenn es jetzt irgendwie Richtung Sport geht, finde ich einfach als Vorbild eher Dirk Nowitzki. Wirklich sehr, sehr ja, vorbildhaft interessant, einfach weil er trotz des ganzen Erfolges immer bodenständig geblieben ist und ja, einfach so ein guter Typ ist. Was gefällt dir an Wolfsburg? Ich glaube, dass es eigentlich alles ein bisschen familiär ist. Für mich und meine Familie eigentlich perfekt, weil ich habe es nicht so gerne, also früher schon, aber jetzt nicht mehr. Wenn es viel gibt, wo man rausgehen kann und so, kann man auch in Wolfsburg, aber nicht natürlich so wie in anderen Städten. Deswegen ist so die Gelassenheit auch in Wolfsburg, finde ich, sehr schön. Und das schätze ich auch in Wolfsburg. Was mit den Spielern? Ja, okay, jetzt. Ja, du hast jetzt ja gesagt an Wolfsburg, nicht an dir. Er ist ja in Wolfsburg. Ja, aber dich tun wir jetzt mal ausklammern hier, Mann. Worüber kannst du lachen, bis dir die Tränen kommen? Kannst du das von Jeffrey heute sagen? Ich will das Video von heute vom Training nochmal angucken. ja, eigentlich, wenn wir irgendwo zusammen einfach einen lustigen Abend haben, dann kann der ein oder andere Lachflash schon mal vorkommen. Ja, wie mit Kühlschrank. Was hat dir in der Schule am meisten gefallen? Also jetzt nicht in der Baumschule, sondern in der Schule. Das Sägen am Bäumen. Nee, ja, in der Schule. Ich krieg dich nicht mehr ein. Kann man ihn auch draufnehmen? Ja, aber die Kamera steht. Nee, an der Schule. Eigentlich Mathematik hatte ich sehr gerne. Sport und natürlich auch Singen, weil ich sehr gerne singe. Deswegen waren das meine Lieblingsfächer. Darf nur keiner hören, ne? Doch, du weißt, dass ich gut singen kann. Du weinst ja manchmal, wenn ich singe. Also nach der Fragerunde gibt es eine persönliche Kostenprobe noch. Also, weiter geht's. Welche Eigenschaften hättest du gerne von Renato? Oh. Ja, also. Ja, auch keine. Ist ja doch, doch, du weißt welche. Da muss man nicht überlegen jetzt. Muss man nicht überlegen? Nein. Manchmal dieses Aggressive. Ja, okay. Das, ja. Das, aber ja, ich hätte vielleicht so. Ab und zu kann man das vielleicht schon mal gebrauchen, ja. Wenn einer hier auf den Sack geht. dein Lieblingswitz? Mein Lieblingswitz? Ja, oh, ich hab's noch so lange keinen Witz mehr erzählt. Der ist nicht jugendfrei. Nein, ich weiß keine. Tut mir leid, Robin. Ich überleg noch ein bisschen. Ja, stell mir jetzt an die Frage. Aber stell sie nicht mehr, bitte. Was wolltest du als Kind beruflich werden? Was ich beruflich werde? Ja, da ich Sport immer schon interessant war, hätte ich Sport wahrscheinlich studiert, Richtung Sportmanagement, weil mit Zahlen war ich immer ganz gut eigentlich. Und ja, einfach das Fach Sport in jeglicher Art hat mich immer interessiert. Und hätte ich halt in dem Bereich irgendwas gerne werden wollen. Welche Superkraft hättest du gerne? Unsichtbar sein. Warum? Einfach, dann kann man sich manchmal einfach von allem entziehen und kann man einfach manchmal für sich sein. Niemand schert sich um einen und das ist gut. Muss ich dich nicht ertragen, siehst du mich nicht. Was ist... Ich lasse es.
sag nichts dazu. Ja, besser sagst du nichts, okay? Was ist dein Lieblingsessen im Hotel Mama? Generell Lieblingsessen ist das Weihnachtsessen, einfach weil es was Besonderes ist. Und dann gibt es meist immer, oder gab es immer, Gänsebraten mit Knödeln, Rotkohl dazu. Und einfach so als Festessen mit der ganzen Familie finde ich immer was Besonderes. Und von daher war es, denke ich, auch mein Favorit beim Essen.